So, okay, die Räder sind gesammelt. Oder das Rad ist gesammelt. Nein, okay, ich dachte mir, vielleicht kann ich alle drei Räder hiervon nehmen und da hinten einsetzen. Eventuell wäre dann... Ja, ja, war ja klar. Eventuell wäre mir dann irgendein Seitengang aufgegangen, wer weiß. So, ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich habe schon fast Angst, das auszusprechen. Jedes Mal, wenn ich solche Dinge sage, dann geht irgendetwas schrecklich schief. Oh. Guten Tag. So, das war wieder der Zwergenwächter. Ich weiß auch nicht, vielleicht lag es daran, dass ich so einen Respekt vor diesen Wächtern bekommen habe, dass ich... Laute Motorradfahrer vor dem Fenster. Dass ich immer so weit weggeschleudert wurde bei jedem Schlag. Zauberbrecher, really? So wie in Oblivion, der gute alte Zauberbrecher, der ist einfach hier nochmal da? Oder ist das ein Easter Egg? Nein. Cool. Wir haben hier einfach Zauberbrecher. Ist das geil. Ich habe auch gehört, dass hier ständig irgendwelche... Moment, das reparieren wir uns alles. Ständig irgendwelche Hinweise und References auf irgendwelche Filme oder andere Spiele sein sollen. Da bin ich mal gespannt. 12 Rüstungen. Fast so gut wie das, was wir eingesammelt haben. Zauberabsorption und Zauberwiderspiegeln. Ich habe keine Ahnung, ob das Originalmodell von Oblivion die gleichen Werte hatte. Ist aber gar nicht mal so schlecht. Ich würde trotzdem aber meins behalten, das bringt mir derzeit einfach mehr. Der gute alte Dornenwall. Nichtsdestotrotz, netter Fund. Was haben wir hier? Mysterium Tirmatral nacherzählt. Ich glaube, dieses Buch habe ich schon. Ich nehme es mal zur Sicherheit nochmal mit. Ich sehe es schon kommen. Wahrscheinlich werde ich hier an Tausenden von Easter Eggs vorbeilaufen oder sie einfach nicht bemerken. Aber in dem Fall könnt ihr mir einfach in den Kommentaren schreiben, Stone, schnell, oh mein Gott, das und das und hier und dort war ein Easter Egg und hier und da und dies und das war ein Hinweis auf die und die Serie und so weiter. Bis jetzt ist mir nämlich aktiv noch nichts aufgefallen, außer natürlich, dass die Höhlensysteme so ein bisschen vielleicht an Moria, an diese Zwergenstädte von Herr der Ringe erinnern. Aber ansonsten so vom Look and Feel hat mich bisher, oder konkret vielleicht auch, hat mich bisher nicht so aufmerksam gemacht auf irgendetwas. Vielleicht habe ich, oder wahrscheinlich habe ich auch einfach nur wieder was verpasst. Ach so, die verlangen von mir oben, dass ich durch das Fenster springe wahrscheinlich. Na super. Sag mir das doch früher, Spiel! Sehr gut. Aber der Bereich, muss ich sagen, ist gerade noch so hell genug beleuchtet, dass ich auch ohne Fackel durchlaufen kann. So, kann ich hier durch? Jawohl. Komisch, dass ich hier nicht durch konnte. Man möchte meinen, dass man geduckt durchlaufen kann. So, kurz mal auf Frostzauber wechseln. Stets vorbereitet bleiben. Und in so gefährlichen Höhlen will ich in den meisten Fällen erstmal nicht auf Nahkampf wechseln. Werden wir da oben einen Siegelstein antreffen? Oblivion-Style? Oh wow, überall Treppen, die verkehrt herum sind, richtig rum. Oh Mann, wer weiß, wie ich jetzt hier vorankomme. Vorerst mal würde ich sagen, der Nase nach. Höpp. Und höpp. Schön nach unten gucken beim Springen. Nur für den Fall. Ist das irgendeine Energiequelle, die vielleicht zu den Zwergen führt? Entschuldigung, zum Sternenvolk natürlich. Die nehmen es mir ja übel, wenn ich sie Zwerge nenne. Kann ich darüber springen? Nein, das ist zu weit weg. Da unten komme ich dann nicht mehr hoch wahrscheinlich. Oh, sieht das geil aus. Alter Falter.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin so beschäftigt hier mit Genießen und einfach mit dem Absorbieren der Atmosphäre. Auch diese beiden Tore da hinten und... richtig nice. Das ist wirklich stimmungsvolles Design, wie man es selten erlebt. Autsch. Ah, hätte ich auch hier lang können? Tatsächlich. Aber ich glaube, auch wenn ich nichts zu sagen habe zu bestimmten Stellen, so wie hier gerade, manchmal bedarf es auch keiner Worte, also Staunen allein reicht schon, meine Freunde. Das ist hier beeindruckend genug. Ich sehe ja auch immer wieder sehr viele Autosaves. Links oben. Nehmen die an, dass man hier oft in die Lava fallen würde. Ich meine, am Anfang, na gut, bin ich selbst einmal in die Lava gefallen. Aber nur, weil ich unbedingt jeden möglichen Weg austesten wollte. Falum! Nein, scheint nicht weiterzugehen. Gut. Zurück. Und hüpp. Boah, wenn die hier diese beweglichen Plattformen nutzen würden, das wäre extrem fies. Oh Mann, ich hoffe, ich habe das nicht zu früh gesagt. Da drüben scheine ich nicht hin zu können, auch wenn da irgendwie ein Gang ist. Vielleicht schaffen wir das noch mit einem Hebel runter. Hoppa. Oh, hallo. Ein Licht am Ende des Tunnels? Oh, wow. Oh mein Gott, sieht das episch aus. Nein. Komm mal her. Ich will noch nicht auf dieses Gitter da treten. Boah, wie das aussieht. Wäre stimmiger, wenn ich nicht so über den Boden wackeln würde, wegen den Löchern. Boah, richtig cool mit dem ganzen Leuchteffekt hier. Ich weiß zwar nicht, woher das kommt, aber... Es ist Magie, es braucht keinen Ursprungsort. Das ist genau wie Magie, die ich zaubere. Die hat auch nicht einen höheren oder komplizierteren Ursprungsort als meine Hand. Ja, aber Stone, du musst mir denken, Magie wird ja auch komplexer gewirkt und dazu gibt es ja ganzes Wissen in der Elder Scrolls Serie, wie Magie funktioniert. Ja, I know. Trotzdem, es ging mir jetzt nur um das Fallbeispiel. Noch mehr Feuerelementare? Aus der Ferne sah es aus, als ob sogar irgendwelche anderen humanoiden Wesen wären in Feuerform. Hoppala. Jupp. Eins. Und das war's wohl mit dir. Bob und Jacqueline mal wieder. Jacqueline hat sich verabschiedet. Sie wollte es nicht mehr länger aushalten mit mir. Schade, finde ich sehr, sehr schade. Aber manchmal lässt sich da nichts machen. Da unten haben wir wieder wahnsinnig tief und abgelegen. Die Lava, man kann nicht mal ans Ende dieser Halle sehen. Für was wohl dieser Ort vorher benutzt wurde? Ich nehme mal an, dass das hier auch vorher von Sternlingen bewohnt wurde. Warum haben sie sich aber zurückgezogen? Oh, erste Sternlingsstatue. Wir bleiben gespannt. Ah, ist das aus dem Eingangsbereich? Jawohl, das ist der Eingangsbereich. Da hinten sind wieder diese Lavafälle und hier ist die Brücke, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Da ist die Sternlingsstatue. Könnte es sein, dass wir jetzt tatsächlich schon bald bei den Sternlingen ankommen? Oh, was haben wir hier? Oh! What? Da war aber noch ein Weg! Hey! Hey! Nein, nö, das finde ich jetzt gemein.
Ich möchte mich aber selbst nicht spoilern, was da weiter hinten erscheint. Meine Freunde, lasst uns erstmal gucken, was hier los ist. Könnte auch sein, dass wir sterben, wenn wir uns hier abseilen. Oh! Puh, ich habe es erwartet, es hat mich trotzdem erschrocken. Das sieht einfach so stark danach aus, als ob ich da runter könnte. Vielleicht kommen wir ja über einen Umweg, über diesen Weg hier dahin. Okay. Nicht vergessen, ich möchte alles versuchen. Jeden möglichen Weg. Oh, hallo. Abwechslung zur Lava mal. Da unten geistern wieder irgendwelche Wesen. Wow, die Halle sieht auch wieder geil aus. Dieser Ort ist zwar nicht ganz so gruselig wie die Schattenrufmine ganz am Anfang. Okay, vielleicht muss ich das wieder zurücknehmen. Nicht ganz so finster und gruselig, aber dafür habe ich noch nie so viele verschiedene Designs. Wobei, das ist ja alles so ein bisschen wahrscheinlich zwergisch, sternvolkisch angehaucht mit den Säulen, die genau so geformt sind. Und den Ketten und allem drum und dran. Aber wirklich richtig unterschiedlich aussehende verschiedene Hallen hintereinander. In jedem Raum gibt es etwas zu entdecken. Jeder Raum sieht ein bisschen anders aus. Richtig interessant. Hier scheint es nichts zu geben. Da hinten haben wir ein Leech oder sowas. Oh je, kann ich sie vielleicht von hier aus schon abballern? So, zumindest mal den da. Oh, was ist mit diesem Wasser los? Okay. Scheint... Was? Zwergengeist? Puh. Scheinen aber nicht so viel Schaden gemacht zu haben. Haben Silberwaffen, aber ist ansonsten nicht so... Unheilbringer. Ach, von denen haben wir auch schon einige gesehen. Ach genau, ja. Das waren die ganzen Viecher mit den Feuerstäben und dem ganzen Drum und Dran. So einen habe ich auch schon länger nicht mehr gebracht. Musste mal wieder sein. Hat zwar dieses Mal nicht so freundlich in die Kamera geguckt, der Kerl, aber... Das ist immer so eine Sache. Elite-Zwergengeist. Oh oh. Wow, wo bist du? Okay. Aber wie ich es jetzt bisher sehe, yes, stumpfe Waffen verbessert. Muss ich mich in diesem Dungeon gerade nicht so fürchten? Ich kriege zwar noch ein bisschen Schaden, aber gut, wenn ich überhaupt keinen Schaden kriegen würde, dann würde ich mir ernsthaft Sorgen machen. Und ich würde mir ebenso ernsthaft Sorgen machen, wenn ich in diesem gesamten Dungeon kein Nerim-Zeichen oder sowas finden würde. Das wäre sehr merkwürdig. Andernfalls möchte ich jetzt auch nicht unbedingt jede dieser Vasen durchsuchen. Auf Bruchstellen am Rand, wie man sie ja manchmal sieht, um zu gucken, ob da irgendwo an der Seite vielleicht nicht doch ein Nerim-Zeichen wäre. Trotzdem versuche ich es so genau wie nur möglich zu erkunden hier. Diesen Ort. Oh no. Schnell, Frost! Ah, haben wir noch einen? Können wir uns auch gleich holen? Hey, auf dich zu bewegen! Okay, das ist hier der andere Zugang. Sehr gut. Ach ja, ich mag es, wenn ich Monster wegmosche und sie dann mit dem Rückgrat hinten übergebeugt an irgendwelchen Kanten hängen bleiben. Das sieht dann richtig immer so schön aus, als ob irgendjemand oder irgendetwas mit gewaltiger Kraft sie voll nach hinten übergefetzt hätte. Wunderschön. Das ist das erste Mal, dass ich... Also nicht das erste Mal allgemein in diesem Let's Play, aber schon so ziemlich eines der seltenen Male, wo ich komplett stimmig zocke. Also ohne Fackel,
ohne gar nichts und einfach mal die Lichtkulisse wirken lasse, weil glücklicherweise alles hier hell genug ist. 90% dieses Dungeons. In Oblivion, falls die von euch, die sich daran erinnern können und das auch verfolgt haben, das Let's Play, habe ich ja meinen Bogenschützen gespielt und eigentlich bin ich fast immer mit Infravision rumgelaufen. Das heißt, ich habe alles in einem hässlichen Blau gesehen, aber ich habe immerhin alles erkannt. Alles, was auf mich zurennen wollte. Und konnte mir dadurch einen viel besseren Überblick über die Situation verschaffen. Aber in einem Spiel wie Nerim wäre es ein Verbrechen, Zauber wie Infravision zu verwenden. Da sind doch die Fackeln und die Verschiedenfarbigkeit der Fackeln das Mindeste, was ich tun kann. So, hier auch nichts zwischen den Felsen irgendwie oder zwischen den Vasen, irgendwas? Nichts? Okay. Im Wasser vielleicht? Vielleicht ein Abfluss der ewigen Verdammnis? Nein? Nichts? Na gut. Immerhin konnte sich dann Sanaa mal wieder ein bisschen baden. Durch die Rüstung hindurch, versteht sich. Oh, hallo. Nächste Farbpalette. Das sieht aus wie ein riesiges Tor. Oh, das erinnert mich. Wie in die... an eine der... Oh mein Gott. Nein, 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 nein. What? Warum wurdest du rot? Ich habe nichts falsch gemacht, oder? Okay. An eine der unterschiedlichen Darstellungen vom Tod. So eine Art Tierkopf mit Schlitzaugen hier und Hörnern obendrauf. Oh mein Gott, das sieht sowas von böse aus hier. Da läuft mir wieder ein eiskalter Schauer den Rücken runter. Wege ins Wasser, scheinbar keine anderen Wege wieder raus. Ich gehe mal einfach auf dieses Tor hier zu. Also, falls das überhaupt ein Tor sein soll. Und nicht irgendein Todesgott oder sowas. Links. Wir gehen zuerst links. Denn das Herz, das schlägt links. Aber hier sieht es aus, als ob es weitergehen würde und da hingegen sieht es aus, als ob es... Ich will es gar nicht sagen, aber als ob es extra Loot geben könnte. An einem Ort, der aussieht, als ob er mich töten wollte. Huch! Ein Trank gelootet. Ah, ein Goldbarren. Ausgezeichnet. Der andere Trank ist mir zwar irgendwie durch den Boden gefallen, aber... Ah, laute, plötzlich erscheinende Geräusche, die zu Musik gehören und trotzdem creepy sind. Okay. Den einen Heiltrank haben wir jetzt hoffentlich nicht gebraucht. Am Ende wird das genau der eine zu wenig sein, um zu überleben in einer schwierigen Situation. Ah, hör auf, rot zu werden. Oh mein Gott, ich gehe lieber schnell. Was ist das hier und wie öffnen wir das? Ah, sehr gut. Automatische Türen, die sich hinter mir wahrscheinlich wieder gnadenlos schließen. Jawohl. Öffnet sich auch nicht mehr beim Näherkommen. Hm. Kristalle. Ich liebe Kristalle. Und das hier liebe ich nicht so sehr. Ich bin schon einmal bereits extrem tief gefallen. Oh, wow. Ein riesiges Wasserrad. Werden wir jetzt von unten vielleicht ein Wasserlevel... versuchen zum Steigen zu bringen oder sowas? Hm. Interessante Mechanik hier. Oh. Oh shit. Das war keine Absicht. Entschuldigung. König Darumit. König Darumit. Ist das vielleicht irgendeiner der vergangenen Eisenerz und eine Perle, glaube ich? Nimm das, Tiefe! Muss ich nochmal drauf auf die Plattform, um vielleicht das dritte Ding zu beschwören oder so?
Nein? Okay. Looten kann ich ihn auch nicht. Ist Daromit vielleicht irgendwie ein alter König? Der ehemalige König? Oh, what?